Ich heiße Fidan Yigit und wohne durch Richard-Knoller-Straße, das ist nach der Stiegl gleich. Wir sind halt sehr lange in Salzburg, sagen wir halt 50 Jahre oder noch mehr. Ich bin in Salzburg geboren, aufgewachsen. Meine Brüder sind da, meine Kinder sind da. Also wenn es geht, noch Enkelkinder. Also sind wir fast wie Österreicher in Salzburg. Zuerst war mal meine Opa da. Und dann hat er meinen Vater, meinen Onkel und meine Tante mitgenommen. Also wie er unten in Urlaub war. Und da hat es begonnen. Das war, er war Ende 60er da ungefähr, Anfang 70 waren meine Eltern da. Und dann war die Mama da, halt. Dann haben sie 74 haben die geheiratet. Und damals war es halt nicht so schwer. Ich weiß nicht, Mama ist gleich halt mitgekommen. Und wie ich geboren bin, waren sie in der Linzergasse gewohnt, haben die Eltern dann. Also so hat es begonnen, Anfang 70er so. Mein Großvater kommt eigentlich von Ordu. Er ist von Ordu nach Izmit gezogen. Das ist ungefähr 100 Kilometer von Istanbul weg. Also im Kindergarten war ich, kann mich nicht ganz erinnern, wie es genau war. Dann war ich in der ersten, zweiten Klasse in der Hauptschule in Bergheim draußen. Und dann haben, ich weiß nicht weshalb, musste ich für ein paar Jahre unten bei Oma bleiben. Und dann sind wir wieder zurückgekommen. Und damals habe ich dann wieder in der ersten Hauptschule wieder in Bergheim weitergemacht. Aber in diesen zwei, drei Jahren, weil ich klein war oder weiß ich nicht, Deutsch sehr schnell verlernt. Und ich kann mich erinnern, dass ich dort Zusatzunterricht gehen musste und noch einmal Deutsch lernen musste. Also bis zweite Hauptschule war ich in Bergheim und dann war ich in Lehen, dann sind wir nach Lehen umgezogen. Dann habe ich in Lehen die Hauptschule fertig gemacht und nachher mit der Lehre begonnen in der Bessarabienstraße bei Schneiders. Bei unserer Generation ist das sehr viel gemacht worden, dass die Kinder mal ein paar Jahre unten sind und dann wieder da und so. Also das ist nichts. Also Kinder gehören zu Eltern. Du kannst dich vielleicht erinnern, dass die noch einmal nach Job so zwei, drei Stunden mal putzen gegangen sind oder sonst was. Und das haben meine Eltern auch damals gemacht. Ja, das könnte, also das Arbeit würde das Grund am meisten sein. Also so. Und dass die jetzt ein Haus bauen unbedingt wollen unten, die verrottet unten. Keiner wohnt drinnen. Jetzt sind sie in Pension, eine Stockwerk tun sie jetzt noch benutzen, die anderen Stockwerke sind frei, tut niemand benutzen. Also schade um den Zeit und Geld. Die Lehrer haben gesagt, es wäre besser für dich, dass du weiter studierst, weil die Noten besser waren. Aber damals halt die alten Hirne, sage ich mal noch so, fühlt, dass man einen Beruf macht, also eher Schneider oder Friseur oder sowas. Da haben wir gesagt, machen wir dieses Beruf. So, dann haben wir ein kleines Loch gehabt bei Ärmel.
Ja, ich habe da einen Sack mitgebracht wieder. Ach so, den anderen habe ich auch. Na dann. Wieso? Ich kann sie nicht. Das kommt da rein. Okay. Vielleicht brauchen sie den anderen einmal, oder? Ja, ne, gell? Es regnet draußen, muss ich, haben wir gedacht, ich muss das Scheiß mitgehen. Okay. Sonst ist er wieder los. Und vor allem, ich kann mich gut tragen. Was kriegen Sie jetzt von mir? Dann haben wir 5 Euro, ja? Geht's so? Gut, geht's so. Geht, danke vielmals. Bitte. Danke Ihnen vielmals. Bitte gerne, gell? Bis zum nächsten Mal, gell? So, wir brauchen es nicht. Wir brauchen es nicht. Dann schmeißen wir es weg. Und so wie immer so. Wieder. So. Danke Ihnen vielmals, auf Wiedersehen. Wir haben 3 Kinder, einen Sohn und 2 Töchter habe ich. Also ich denke mir jetzt so, die Kinder sollen das machen, was sie wollen. Also nicht keine Vorschriften, es sind schon Vorschriften da, aber den Beruf, was sie haben wollen, sollen sie es mal ausprobieren und die Möglichkeit haben, auszuüben. Ja, das finde ich besser. Also wir bleiben eigentlich nicht sehr lange in Türkei. Wir benutzen eigentlich wie Urlaubsland an und für sich. Ich fahre für höchstens 2 Wochen. Ich war jetzt 3 Jahre nicht unten. Dann war ich jetzt in August mal für 10 Tage unten. Nur Urlaub und mal nur so. Eigentlich meine ganze Familie ist schon da. Für mich in Österreich eigentlich wohl mit der Zeit. Das habe ich in Karenz bemerkt. In Karenz war ich mal 2 Monate unten. Nach einem Monat war das schon ein bisschen langweilig. Habe schon Österreich vermisst. Ich denke, es geht fast jedem so. Man sagt immer, na, ich fahre nach Türkei, aber meine Eltern haben sie sich auch schwer getan nach der Pension, wie es unten war, ein ganzes Jahr lang, bis sie sich anpassen wieder unten. Ich habe immer einmal Kleid genäht, dann einmal eine Hose genäht und dann so und dann so und verschiedene Firmen angeschaut, wer tut wie arbeiten. Und irgendwann habe ich gesagt, ja, die Kinder sind auch groß,
Jetzt darf ich mich selbstständig machen und habe das Geschäft jetzt seit 3 Jahren. Ich bin glücklich, ich hoffe, die Kundschaften sind auch glücklich und wenn sie lächelnd rausgehen, freut mich sehr. Also ich habe was Gutes gemacht für den. Also sie ist zufrieden, ich bin noch zufrieden. Das müsste Ihre Hose sein. Das ist meine Hose. Ja. Und dann habe ich noch was noch. Wir haben jetzt wieder so breit knapp wie Sie. Ja, fein. Den Umschlag so breit und genau wie es gewesen ist, gell? Ja. Ich habe da eine Einkaufstasche, die an und für sich recht praktisch ist, nur sind wir da die Hände zu lang. Jetzt habe ich mir gedacht, das muss ein bisschen kürzen. Ja. Als Arbeiter hat mir den Job genauso Spaß gemacht. Aber ich habe keinen Kontakt mit der Kundschaft gehabt. Das war Chefs Idee. Da soll er sich kümmern, habe ich mir gedacht. Aber jetzt, es macht mir auch Spaß, mit den Leuten umzugehen. Also mir kommt es nicht so anstrengend vor, weil es mir Spaß macht damit. Ein bisschen quatschen, dann ein bisschen irgendwas so machen oder so machen. Die Kunde hat eine Idee, kommt eh mit einer Idee und dann denke ich halt für sie, wenn man es darüber macht oder ein bisschen so macht, vielleicht ist es noch besser und dann sagen sie, ja, das passt, wir wissen, dann machen wir es. Also hauptsächlich durch halt so kürzen, enger nähen, reparieren, was in meiner Macht steht. Mehr nicht.